Hallo, schön, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Ich möchte euch zeigen, wie ich diese Mineralien, Urgesteinsmehl, Zeolith, OPC, wie auch immer, eingekapselt habe. Man kann alle Dinge einkapseln, die prüfrig sind und na, nicht schmecken und die man vielleicht portionieren möchte. Oder man kann es auch besser dann unterwegs mitnehmen, wenn man es über den Tag verteilt einnehmen möchte. Ich habe hier Kapseln, die sind geschlossen. Also man muss sie noch öffnen. Es ist ein Deckel und ein Unterteil. Das Unterteil ist etwas größer und der Deckel etwas kleiner. Das Unterteil wird gefüllt und der Deckel wird oben drauf geschoben. Man kann das natürlich mit Hand machen. Oder man hat eine Kapselmaschine. Wobei ich hier mit dieser sehr transparenten Sache am Anfang doch meine Schwierigkeiten hatte. Man sollte dann doch bei Sonnenlicht arbeiten. Dann sieht man das besser. Vollends, wenn man transparente Kapseln verwendet, wie ich. Sonst bei künstlichem Licht spiegelt das sehr arg. Die Unterteile kommen hier rein. Dann ist das als Trichter und hier als Schutz zum Runden, damit es nicht drüber hinausgezogen wird. Ich zeige das euch. Die Deckelchen kommen hier rein. Das wird auf die Deckelchen drauf und der Stopfer ist zum Verdichten. Aber seht selbst. Zuerst die Kapseln, die Unterteile in das größere mit Feder und diese Deckeln in das kleinere. Dieses Zwischenstück auf diese Deckel aufsetzen. Kontrollieren, ob wirklich alle drin sind. Den Trichter aufsetzen und das Pulver auftragen und verteilen. Etwas einklopfen. Und mit dem Stopfer noch etwas ganz sachte nachdrücken. Nochmal etwas verteilen. Den Trichter rausnehmen und abklopfen und eventuell noch mal etwas nachverteilen, den Rest dann runterschieben. Und die Deckeln umgedreht aufsetzen und zusammendrücken. Richtig gründlich von allen Seiten. Nun kann man das Zwischenteil abnehmen und rumdrehen und diese Kapseln rausdrücken.